Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir betäuben gerade unsere ganzen Viecher, damit die umziehen können. Und damit wir natürlich hier... Oh nein! Da ist die 3-Sterne-Bewertung wieder weg. Aber die Zeit ist angehalten. Das finde ich ganz gut. Produkt wird eingesammelt. Ich habe den hohen Tieren von ihrem Erfolg berichtet. Gut gemacht. Danke, denke ich. Kriegt ihr das Tier jetzt mal abgeknallt, bitte? Oh, dass das immer mit der Kamera dann nicht so hinhaut. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So. Ja, wegfliegen braucht ihr jetzt noch nicht. So. Die kommen dann auch hier rüber. Bestenfalls auch so nah wie möglich zusammen. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. So. Okay, ja, aber wir hatten schon mal 3 Sterne. Dann geht es jetzt eigentlich noch ein bisschen darum. Dinge zu extrahieren. Warum geht, können wir das nicht? Ach so, haben wir schon auf 100%. Ja, Dinge extrahieren, Sachen lernen und dann können wir bald weg auf die nächste Insel. Yes! Endlich! Weg hier! Ich will nicht mehr. Ja, das lasse ich jetzt mal frei, weil wir haben den auf 100% und... Ja. Aber die bekämpfen sich gar nicht mehr, ne? Als würden die plötzlich ganz unerwartet miteinander klarkommen. Zustellung wurde abgeschlossen. Aber das ist gut zu wissen. Ich könnte die 3 auf der nächsten Insel dann auch in einem Gehege unterbringen, weil es ja anscheinend funktioniert. Das ist gut. Das ist echt gut. Ich finde das immer so verschwendet, wenn ich dann irgendwie da so ein Gehege habe und nur ein Dino drin ist. Hier kann ich ja wenigstens noch die Raptoren mit zum Indorex... Indominus Rex, Indoraptor wollte ich sagen, Indominus Rex packen kann. Aber hier? Das sieht gut aus. Produkttransport beendet.
Produkt wurde transportiert. Oh oh. Okay, dann machen wir das direkt. Undankbare Viecher. Die könnten wir hier vielleicht noch mit reinpacken. Wir haben hier noch Platz. Einfach damit, ne, alles ein bisschen umverlagern. Fünf Minuten noch. Okay. Bringen die viel? Nö. Ich würde gern Sachen aufheben, die relativ viel bringen, einfach für die nächste Insel. Man weiß nie, was uns da erwartet, ne? So, machen wir ein bisschen Dingsy. Nee, ich warte, bis die alle betäubt sind und dann versuche ich sie geschlossen überzubringen und den Auftrag werde ich wahrscheinlich ablehnen. Das tut mir so leid für euch. Aber was seid ihr auch so garstig, ne? Ja, ich muss in Zukunft gucken, wenn ich so ein Herbivoren-Gehege mache, dass ich welche nehme, die einen hohen Bestand tolerieren oder akzeptieren oder damit klarkommen. Sind unser tägliches Brot. Und wer mag schon kein Brot? Ich kenne durchaus Leute, die kein Brot mögen. Ich stehe ständig unter Strom. Ich weiß, es ist nicht dasselbe. Aber irgendwie doch. Nein, irgendwie nicht. So, die werden hierhin verlagert und das Gehege ist dann fertig. Da darf dann nichts mehr passieren. Wenn da dann nochmal was reinkommt, dann... Ja, ich warte, bis die da sind. Dann passt das nicht mehr. Dass die miteinander klarkommen, ich bin ja entsetzt. So. Ja, Wohlbefinden ist jetzt natürlich nicht so dufte. Ja, aber wir haben die Insel geschafft. Von mir aus kann jetzt ein Tornado kommen und alles niedermähen, ist mir egal. Nein, ist es nicht, aber... Ne? 320.000, das ist gut. Boah, ich bin so gespannt, wie das auf der nächsten Insel wird. Das wird ja wahrscheinlich noch viel schlimmer als hier. Ich habe Angst. Ich habe Angst. So, ich guck nochmal zur Kontrolle. Ich meine, jetzt ist es eigentlich eh schon zu spät. Bestand ist okay. Wenn jetzt noch drei reinkommen, sollte alles noch im annehmbaren Bereich sein. Oh. Okay, es klappt dann also doch nicht. Hauptsache, der Kleine macht den Großen fertig. Ich bin entsetzt. Zustellung abgeschlossen. Ich würde gern den Großen behalten. Okay, sie hören auf zu kämpfen. Hm. Vielleicht verstehen die beiden sich nicht.
Oh, ich habe wieder Disco. Yay. Zugriff auf Deluxe-Fossilien. What the hell? Deluxe-Fossilie? Okay. Von mir aus. Oh, hier. Ah, ne, okay. Ja, viel Platz habe ich nicht mehr. Ich könnte aber eventuell auch so 100.000 dann noch verkaufen. Das ist erstmal, soll erstmal nicht das Problem sein. Hauptsache, das Ding heben wir auf. Ich meine, 320.000, das ist schon, ne? So, wie geht es euch? Euch müsste es hier doch super gehen. Ja. Scheint so. So, und ihr? Ja, alles noch im Tippitoppi-Bereich, würde ich sagen. Oh, nee. Ich wollte mit Rechtsklick drehen. Ich sag ja, ich bin so ein bisschen im Sims-Modus auch. So, und hier sollte alles relativ friedlich verlaufen. Gucken wir noch mal, ob wir was auffüllen können. Unterwegs zur Futterstation. So. Da. Hier. Nein. Mein Gott, was machen die da? So, ja. Hier könnte man auffüllen. Oh. Kommt auf die Liste. Hier wird repariert und hier bitte aufgefüllt. So, und dann haben wir euch. Ihr macht hier voll. Und hier und hier. Und dann war's das erstmal. So, hier. 40.000 weg. 360.000. Nice. Voll gut. Das verkaufen wir auch mal. Haben wir jetzt schon Suchi Kaki Suchi Mimus? Nee. Suchi Kaki. Oh Mann. So. Okay. 200.000 behalten, nicht behalten. Bin ich mir nicht sicher. Ich will eigentlich hiervon ordentlich haben. Das wäre gut. Dass man die Fossilienkapazität nicht erhöhen kann. Das ist so ein bisschen. Hm. Nein. Okay. Nein. Man kann sie definitiv nicht zusammenpacken. Ja, der T-Rex macht den platt. So, Licht, bitte. Oh Mann, und damit ist er tot. Oh, schade. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Ja gut, ich meine, es war ja irgendwo klar. Aber ich denke, ich kann mir in der Zukunft auch merken, die Gehege ein bisschen kleiner zu machen. Sprich, ich hätte hier vielleicht hier so, pam, und dann hätte ich hier noch
ein anderer leben können. Also von der Größe her natürlich hätte das jetzt nicht so gut geklappt, aber... Oder? Ne, die sehen die ja gar nicht, ne? Produkt unterwegs. Obwohl... Na, weiß ich nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr machen. Okay. Ja, eigentlich geht es ja jetzt echt nur noch hier drum, ne? Krankheit. Wer ist denn krank? Wo ist wer krank? Hier. Der Diplodocus. Farnvergiftung. Okay. Ja doch. Die Insel haben wir jetzt eigentlich geschafft. Wir haben alles freigeschaltet. Alle Missionen abgeschlossen. Das ist ganz cool eigentlich. Das verkaufen wir. Wie gesagt, jetzt bestenfalls noch so ein bisschen Fossilien sammeln, die wir verkaufen können. Weil immer Geldknappheit herrscht. Immer. Ja, und dann können wir auf die neue Insel. Hihi. Freue mich. Dank Ihnen haben wir Strom. Ja, nein. Aber ganz cool. Jetzt geht es auch mit dem Geld aufwärts, aber jetzt brauchen wir es praktisch gar nicht mehr. Wir haben uns erfolgreich hier durchgeschlagen. Mann, immer die falschen Tasten. Bauen wir noch irgendwo so ein bisschen Zeug hin. Oh, ich hätte so gern irgendwie hier noch so ein... Oh, ne. Okay, es sieht kacke aus. Ist mir egal. Wir sind hier bald weg. Oh nein. Behandelt Dingsy Bumsy. Und behandelt den bitte auch. Ja gut, Einnahmen pro Minute durch Attraktion kriegen wir nicht hin. Das schaffen wir nicht. Hallo, ein neuer Auftrag ist hier. Eine infizierten Dinosaurier entdeckt. Sehr gut. So, und eigentlich, ich guck noch mal. Die wollen, glaube ich, noch mehr Dinos haben, ne? Wir können hier noch Dinos reinmachen. Oh, ich würde diesen Suchu irgendwas am besten oder am liebsten hier noch reinknallen dann. Stromausfall. So viel zum Thema. Auf die Liste. Irgendwie, was hat denn dieses Kraftwerk? Ausfallschutz hat es nicht. Kein Wunder, dass das andauernd ausfällt. Hey, ich habe da von einer tollen Gelegenheit erfahren. Gehen wir es an. Ja, das könnte noch realistisch sein. Ich bin nicht sicher, ob sie auf meinen Job abzielen, aber mit den Zahlen würden sie ihn wohl verdienen. Okay, warum ist denn die Musik jetzt so laut? Sie schreit mich an. So, alles so nach und nach.
Ja, jetzt der Kano und Dings kloppen sich jetzt doch noch. Ja gut, aber unser T-Rex kriegt ja dann auch Kampfverrufenheit dazu. Alter, 600 Punkte schon. Vielleicht sollten wir dem echt noch ein paar Dinos reinwerfen. Einfach nur, damit der noch mehr Punkte bekommt. Guck mal. Fürsorgestrafe, warum? Kampfverrufenheit. Ja. Warum denn Fürsorgestrafe? Wegen dem Toten? Ich gebe mir so viel Mühe. Produkt wurde eingesammelt. So viel Mühe. So. Falsch hier. Ja, das ist genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Ja, ja. Diese Musik. So, ich würde jetzt gerne nochmal hier gucken. Viel bleibt nicht mehr. Mamenchisaurus. Was? Habe ich das richtig ausgesprochen? Mamenchisaurus habe ich tatsächlich auf Anhieb richtig ausgesprochen. Majungasaurus. Und Allosaurus. Oh, Allosaurus, freue ich mich drauf. Forschungszentren 5. Da bin ich halt auch wieder bei Ark, ne? Ich finde, Allosaurus in Ark sind so... Isla Sorna. Ja, da gehen wir gleich hin. Und auf den freue ich mich auch. Ich mag Dinos, die lange Hälse haben. Ist vielleicht auch einfach so ein Überbleibsel aus der Kindheit irgendwie, dass man sagt so, oh, Littlefoot. Naja, und halt auch die Jurassic Park Filme, die habe ich ja auch schon als Kind geguckt. Als kleiner Pimpf. Ich habe mich zwar dann immer bei den bösen Szenen unter der Decke versteckt, aber mit meinem damaligen besten Freund, also eigentlich war das ein Freund, also kein fester Freund, sondern ein Freund, ein Kumpel von meiner Mutter, aber irgendwie war das auch mein Kumpel. Soundeffekt? Was? Wo? Hier? Trupp reagiert auf Reparaturanfrage. Was? Warum? 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 Moment, stopp. Was passiert hier? Oh, das war dem zu viel, wa? Oh. Ich sehe schon. Ja gut, das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Jetzt repariert das hier aber schleunigst. Und den verkaufen wir. Das habe ich nicht gesehen, dass der nur mit 6 zufrieden ist und hier sind 7 drin. Das ist ihm einer zu viel. Oh, das tut mir leid, Dino. Das tut mir so leid. $360, $320, $360, $200, $120,000. Ja. Ne. Wenn wir die Kleinen verkaufen. Da ist noch wer weggelaufen, oder? Oder ist das der? Das ist der, okay. Schade eigentlich, aber okay.
Naja, gut, aber jetzt sollte hier alles passen. Oh, meine Bewertung. Okay. Ich meine, gut, die Bewertung ist egal, aber... Ja. So, ich will dann hier unbedingt noch den Sucho Mimus reinknallen, hier rein. Das wäre cool. Transport im Gange. Eigentlich müsste ich hier echt eine Mauer ziehen. Warte, das machen wir mal. Ich glaube, ich mache das auch. Die Ziegen, ganz ehrlich, die Ziegen sind so unnütz. Ich habe noch nie einen Dino gesehen, dass der so eine Ziege frisst. Das machen die gar nicht. Nicht wirklich. So, geh weiter, mein Freund. Husch, husch. Husch, 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 husch. So. Jetzt will er aber bestimmt mehr Wald und mehr Grasland. Ja gut, okay. Das ist dann doch zu klein, wa? Dann klappt das wohl doch nicht. So, wie ich mir das dachte. Oh, haben wir schon voll. Haben wir jetzt auf 100%. Das ist doch gut. Okay, wen haben wir jetzt auf 100%? Beide. Bin zur Futterstation unterwegs. Füge Aufgabe hinzu. Ja, einfach mal alles wieder auffüllen, der Reihe nach. So, könnte auch da rein. Hier ist alles gut. Lege weitere Aufgabe fest. Es soll ja allen gut gehen. So. Hier machen wir das Wasser weg. Und hier kommt noch ein bisschen dazu. So, alles noch ein bisschen hübsch machen. So, sollte reichen, ne? So. Dann können die auch da lang gehen. Hier. Schade, dass hier nichts hinpasst. Oder so ein Fastfood-Dingen. Das passt hier einfach nicht. Boah. Bin gespannt, ob die nächste Insel ein bisschen größer ist wieder. Und ich freue mich eigentlich schon ein bisschen auf Sandbox. Tatsächlich. Ich bin gespannt, ob die Insel groß ist. Weil bis jetzt war ja alles immer so. Man musste immer so ein bisschen Abstriche machen. Irgendwie. Man konnte nicht, wer weiß, wie viele Dinosauriergehege machen. Und da bin ich gespannt, wie das dann auf der nächsten Insel aussieht. Ja, ich brauche von dem 100%igen jetzt nichts mehr erforschen, weil wir hier kein Geld brauchen. Also ich will dann... Das will ich einfach nicht. Ist jetzt aber alles gut, ne? Okay. Ja. Ja, das ist es eben, ne? Weil... Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Oh. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Wir haben halt
hier jetzt einen einzigen Dino drin. Man soll den Leuten geben, was sie wollen, nicht wahr? Auch wenn sie noch nicht wissen, dass sie es wollen. Aber sie werden es wollen. Und wie sie das wollen. Boah, das ist so ein ekelhafter Typ irgendwie. Ja. La da 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 di. Wir sind schon bei 30 Minuten. Ich muss mich jetzt beeilen. Wie gesagt, zur nächsten Folge will ich eigentlich dann schon auf die nächste Insel. Ja, mach ich mal ein bisschen Überlänge. Obwohl eigentlich die letzte Folge schon Überlänge war. Weil das ist immer so typisch. Ich so, oh ja, ich muss die Folge leider unterbrechen. Dann habe ich 18 Minuten und denke mir, okay, machst du noch 12. So Pi mal Daumen 12 oder 15 Minuten. Was wird's? 18. Ich meine, ich könnte auch Stundenvideos machen. So an sich wäre mir das relativ Pups. Aber, keine Ahnung. Mache ich halt nicht. Guckt ja auch keiner. Wobei ich das nicht verstehen kann. Ich meine, ich gucke gerade einen Stream. Der geht 6 Stunden lang und ich gucke halt immer so eine halbe Stunde oder so. So Stück für Stück. Das ist ja das Praktische bei YouTube, dass das immer gespeichert wird. Ist ganz gut. Boah, ich hätte so gern den Gigantosaurus von Ark hier drin. Das wäre so ein Monster. Obwohl, nee, hätte ich nicht. Weil der ist ja mindestens 4-mal so groß wie so ein T-Rex. Der wahrscheinlich auch voll übertrieben. Bei Ark. Also, ich meine, klar. Hier bei Jurassic World habe ich schon festgestellt, dass die doch sehr darauf geachtet haben, dass die Informationen, die sie eingeben, richtig sind. Zumindest sind sie richtiger als in Ark. Ich glaube, bei Ark haben die sich nicht großartig informiert oder so. Und hier das doch schon eher. Jetzt kommt noch der Tornado. So, ich brüte jetzt dann aber so ein Vieh aus. Damit wir uns den gleich dann nochmal angucken können. Und dann gehen wir auf die neue Insel. Es klingt nach Tornado. Es klingt nach Tornado. Es hört sich sehr stark nach Tornado an. Okay. Habe ich auf die letzten Meter dann wahrscheinlich doch mal ein bisschen Glück und es kommt kein Tornado. Ist ja ganz was Neues.
keinen Strom. Ja, warum? Hm. Okay. So, Aufgabe erhalten. Oh nein, wer? Wo? Warum? Was war das denn? Ist aber nichts zu reparieren. Hä? Und denen geht's doch gut. Und ich muss dazu sagen, als ich habe einen Stream gesehen, zum Release oder keine, ich habe auf jeden Fall einen Stream von Jurassic World Evolution gesehen und es hieß auch, ja, es ist nicht die Frage, ob die Dinos ausbrechen, sondern wann. Ja, und ich dachte mir so, oh mein Gott, okay. Aber tatsächlich gibt es immer irgendwie einen Grund. Und wenn man so ein bisschen guckt, dass die Dinos zufrieden sind, brechen sie, wenn, dann nur bei einem Sturm aus. Und das war's. Also es ist jetzt nicht so, als würden die auf einmal random einfach grundlos ausbrechen. Es gibt eigentlich immer einen Grund dafür. Mein ja nur. Und sei er noch so doof, aber sie haben ihre Gründe. Huch, doch. Ja, ich glaube, jetzt können wir auch nichts mehr. Doch, einmal schicken wir sie noch los. Und wenn die wieder da sind, dann machen wir Folgenende, würde ich sagen. Ist dann eh lang genug. Wir sind jetzt schon bei knapp 38 Minuten. Ich immer mit meinem Hin- und Hergewackel, wenn ich warte. So, den gucken wir uns jetzt an. Oh. So. Jetzt nach Ama oder Suchomimus. Ziemlich alles an diesem Dinosaurier schreit, Abstand halten. Was will der denn? Wald, Grasland, okay, der ist schon zufrieden. Gut. Der bleibt hier drin. Der darf hier leben. Was muss man machen, damit das hier grün wird? Was muss man machen? Vor allem hier habe ich 5 Sterne, hier nicht. Das ist total komisch. Was ist hier nicht okay? Nahrungsbewertung. Ja gut, ganz ehrlich, ich habe hier auch überhaupt keinen Platz. Ich kann hier ja gar nichts machen. Okay, der ist wieder da. Ja, das lohnt sich jetzt nicht. Ich lasse das jetzt drin. Oh. Wo denn? Hier? Hä? Hier. Oh Gott, da werden die anderen ausrasten. Okay, also, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf der neuen Insel. Und macht's gut. Tudelu.